Hallo und herzlich willkommen hier bei UbiTestet. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Bei mir läuft vieles ein bisschen anders und heute habe ich eigentlich ein gutes Auto, was zu meinem Kanal perfekt passt, nämlich den Honda Jazz. Hier, der Honda Jazz kommt auch so ein bisschen anders und fällt einfach mal auf hier im Straßenbild, denn nicht nur optisch, sondern auch das Antriebskonzept ist einfach mal etwas anderes. Wir fahren hier nämlich einen Vollhybrid und die Fahrzeugklasse ist offiziell ein Kleinwagen. Von den Platzverhältnissen verspricht uns Honda aber Platzverhältnisse wie in einem Kompaktwagen mit hoher Variabilität. Und genau diese Besonderheiten wollen wir heute mal herausarbeiten und herausfinden in diesem Video-Review zum Honda Jazz. Wenn ihr Interesse habt, dann bleibt gerne dran. Vergesst diesen Kanal nicht zu abonnieren, um meine Arbeit zu honorieren und vor allem das Ganze unten zu kommentieren, damit wir am Anschluss an dieses Video ein wenig über den Honda Jazz diskutieren können. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei diesem Video. Die Front des Honda Jazz gefällt mir sehr gut, denn sie hat so ein bisschen menschenähnliche Charakterzüge. Und was mir so auffällt, ist zum einen, die Voll-LED-Scheinwerfer erinnern so ein bisschen an das menschliche Auge und der Kühlergrill mit dieser Chromspange hat so ein bisschen ein Lächeln wie ähnlich einem Mund. Und das macht ihn schon sehr freundlich im Alltagsbild, wie ich finde. Da kommt er so ein bisschen knuffig auch daher. Ja, natürlich so ein kleines Stupsnäschen mit einer kurzen Motorhaube hier. Wir haben ihn aber hier in der selbstbewussteren Crossstar-Variante, also der Offroad-Look-Version. Die besticht durch diese Offroad-Style oder unlackierten Plastikteile und Unterfahrschutz hier. Wir haben hier auch eine besondere Lackierung, die nennt sich Surf Blue mit einem Kontrastdach in Schwarzmetallic. Kostet zusammen 1090 Euro Aufpreis. Finde ich schon arg heftig. Wenn wir aber jetzt mal so ein bisschen den Wagen anschauen, wie lang ist er denn? 4,9 Meter mit den zusätzlichen Anbauteilen der Crossstar-Variante. Das sind dann gut 4 cm mehr Außenlänge als beim normalen Modell. Wir haben 16 Zoll Leichtmetallräder hier drauf. Wir haben große Fensterflächen, dann hier auch wieder diesen Unterfahrschutz, die Plastikbeplankung für den Offroad-Look um die Rathäuser herum. Der Wagen ist 1,56 hoch, 4,9 Meter wie gesagt lang. Wir haben einen Radstand von 2,52 Meter und eine Außenlänge mit Außenspiegeln von 1,96 Meter. Der Wagen wiegt übrigens, so wie er da steht, 1325 Kilo in der Jazz Crossstar Variante. Das Heck ist dann wiederum eher etwas nüchterner und fast schon bieder gehalten. Wir haben hier auch keine Voll-LED-Einheit der Lichter mehr, sondern wirklich noch Teil-LED hier für das Abblend oder für das Rücklicht. Ansonsten haben wir nämlich noch Glühbirnen hier für die Blinkereinheit. Auch hier wieder ein sehr robuster Plastikstoßfänger mit unlackierten Teilen und dann eine sehr cleane Rückansicht, wie ich finde. Und jetzt würde ich auch sagen, wir schauen ihm jetzt erst einmal unter die Heckklappe, was sich da drinnen im Kofferraum so tut. Die Heckklappe öffnet manuell in unserem Fall und von der Höhe her passe ich mit meinen 1,98 gerade so ganz gut unter diese Heckklappe. Jetzt kommen wir aber genau schon zu der ersten Besonderheit. Der Wagen soll ja besonders variabel sein und deswegen ist natürlich jetzt der Kofferraum schon mal sehr interessant für uns. Was als erstes auffällt, für 298 Liter wirkt das Ganze hier schon mal sehr geräumig im Standardbereich. Übrigens 298 Liter deswegen, weil der Crossstar eben als Besonderheit ein Soundsystem mit 8 Lautsprechern hat und der zusätzliche Lautsprecher ist unter anderem hier untergebracht für das Soundsystem, der nimmt eben etwas Platz hier drin weg. Was wir als erstes sehen, ist hier eine kleine Stufe, die ist der Hybrideinheit oder respektive eben dem kleinen Akku geschuldet. Dafür haben wir aber hier ein kleines neckisches Fach, wo wir unter anderem zum Beispiel vielleicht eine kleine Topfpflanze reinstellen können oder eben eine Einkaufstasche, dass sie nicht durch die Gegend fliegt. Es gäbe zwar jeweils rechts und links einen kleinen Taschenhaken, aber naja, standfester ist es eben hier in diesem kleinen Ablagefach. Wenn wir jetzt einmal die Rücksitzbank umklappen, dann kommen wir nämlich schon zu der Besonderheit, dass der Honda Jazz hier besitzt, denn wir haben eine
quasi ebene Laderaumfläche, wenn jetzt nicht unsere kleine Kante hier wäre. Die Sitze falten sich nämlich absolut topfeben, denn das Sitzpolster schwenkt nach oben, während die Lehne nach unten geht und gibt hier einen wunderbar schönen Laderaum frei. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir gleich mal auf die Rücksitzbank, denn da kommt der nächste clevere Clou des Honda Jazz zum Tragen. Wir klappen die Rücksitzlehne einmal wieder auf und sehen, wie schön dieses Stück der Sitzfläche dann hier eben mitschwenkt. Und jetzt kommen wir zum sehr cleveren Clou dieses Honda Jazz, nämlich die sogenannten Magic Seats. Und Magic bedeutet, es muss ja irgendeine Verwandlung stattfinden. Also, was haben wir? Wir klappen diese Sitzfläche einmal hoch, klappen den Bügel runter, lassen das einrasten. Und auf einmal sehen wir hier die Möglichkeit, dass ich hier schon wunderbar ins Auto einsteigen kann. Wir klappen die nächste Sitzfläche hoch, klappen den Bügel runter, lassen das einrasten und auf einmal kann man quasi durch das Auto hier hervorragend durchgehen und wir haben eine extrem schöne Höhe hier von 1,20 Meter übrigens, so dass man vielleicht sogar ein Fahrrad hier hineinstellen könnte, leicht schräg oder ähnliches oder größere Topfpflanzen kann man damit wunderbar transportieren oder vielleicht sogar einen Rollstuhl, wenn man es denn benötigt. Meiner Meinung nach passt das hier echt gut. Aber jetzt klappen wir das Ganze mal wieder runter, denn ich möchte ja hier hinten einmal für euch Platz nehmen und dazu müsste ich natürlich eben auch hier die Sitzfläche wieder runterklappen. Der Zustieg erfolgt durch einen großen Türausstieg, Ausschnitt natürlich. Aber man muss ein bisschen aufpassen, dass man hier nicht zu sehr sich den Kopf vielleicht anstößt. Ich mache mal die Tür zu und ich sitze jetzt hinter meinem imaginären Ich, der ebenfalls 1,78 groß ist. Der Vordersitz ist angenehm weit weg. Ich habe viel Kniefreiheit hier. Meine Füße können perfekt ausgestreckt werden, passen super unter den Vordersitz. Und so sitzt es sich dann hier schon mal sehr entspannt. Wie ich finde, die Kopffreiheit ist auch mehr als ausreichend vorhanden. Die Kopfstütze können wir gut ausklappen. Und was auch sehr interessant ist, wir haben eine Dachlinie, die nicht zu weit nach unten gezogen ist, sodass die Glasfläche sehr groß ist. Kinder freuen sich dann, die können wunderbar hier rausschauen. Die Fensterlinie ist auch angenehm niedrig. Und Isofix haben wir natürlich auch an den Außenpositionen. Die sind gut zugänglich, denn die sind ausgespart. Die Bügel liegen frei, da findet man also mit dem Kindersitz leicht hinein. Schade, es gibt keine Mittelarmlehne hier, um den Komfort noch etwas zu steigern. Dafür aber zwei USB-Anschlüsse, die wir hier haben. Das ist schon mal gut, um die Stromversorgung sicherzustellen. Schade auch, dass es leider keine Luftaustritte hier für den Fond gibt. Das würde ich mir noch wünschen. Was aber sehr interessant ist, wir haben hier noch zwei Taschen, zum Beispiel einmal fürs Smartphone hier und eine große Tasche, um dann nochmal einen Laptop zum Beispiel sogar reinzutun oder eben Tageszeitschriften, je nachdem. Wir haben auch einen Haltegriff hier sowie einen kleinen Haken für Taschen oder respektive fürs Sakko. Und dann würde ich sagen, sind wir hier hinten einmal durch und können nun in den vorderen Bereich des Fahrers einsteigen. Ich habe Platz genommen hinter dem Zweispeichen Lederlenkrad auf bequemen, aber eher etwas schmal ausgeformten Sitzen. Leider fehlt mir hier auch eine Lordosenstütze für einen besseren Langstreckenkomfort. Dafür ist aber die Sitzfläche ausreichend lang ausgeformt. Also eine ausziehbare Schenkelauflage fehlt mir hier persönlich nicht. Was mir dafür jedoch fehlt, ist, dass der Beifahrersitz in der Höhe einstellbar ist. Das gibt es hier leider nicht gegen Aufpreis oder gute Worte. Dafür gibt es aber im Crosstar einen Stoffbezug, der wasserabweisend ist und somit dem Offroad-Charakter vielleicht ein wenig mehr entspricht, denn wenn man im Offroad-Bereich unterwegs ist oder vielleicht doch mal mit etwas schmutzigeren und nassen Klamotten hier einsteigt, dann soll der Sitz nicht so unbedingt gleich verschmutzen. Dafür habe ich genügend Kopffreiheit hier vorne. Die Kopfstütze ist ausreichend weit verstellbar und auch ebenso verstellbar das Lenkrad in Höhe und Tiefe, sodass sich eine gute Sitzposition hinter dem Lenkrad einstellen lässt. Und jetzt werfen wir einen Blick auf die Details hier im Innenraum. Lassen wir den Blick einmal über den Armaturenträger schweifen
Und es fällt auf, es ist so ein bisschen vanartig aufgebaut. Wir haben einen, ja, einen sehr weit entfernte Windschutzscheibe. Wir haben eine zweigeteilte A-Säule mit einem Dreiecksfenster hier. Dafür aber einen guten Rundumblick. Dann auch eine weit entfernte gefühlte Motorhaube. Man sieht jetzt weniger, wo der Wagen eigentlich endet, wenn man hier so sitzt. Das ist ein bisschen komisch oder erst einmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber der Armaturenträger ist schön aufgeräumt und wirkt auch durch die Einsätze hier von Stoffbahnen sehr schön gemacht. Die Materialien sind übrigens sehr hochwertig, die Honda hier verwendet. Auch wenn man mehrere Hartkunststoffe zwar sieht, aber im Detail ist es sehr, sehr fein gemacht, was wir hier verbaut haben. Und da beginnen wir dann auch gleich mit dem Zweispeichen Lederlenkrad. Wir sehen hier zum Beispiel auch weiß abgelegte Bedientasten, die sich sehr gut anfühlen und auch dafür sorgen, dass man jetzt nicht zum Beispiel wie bei den Touch-Oberflächen hier gleich irgendwelche Fingertapser sieht. Auch sehr schön das Drehrad hier zur Bedienung des Bordcomputers. Das rastet wunderbar schön haptisch, gefällt mir richtig gut. Dann haben wir natürlich die Bedienung des Bordcomputers, geht hier auf das große Instrumentendisplay. Auf der linken Seite sehen wir den Akkustand, auf der rechten Seite den Kraftstofffüllstand. Wir haben auch die Möglichkeit, das Display uns hier in der Helligkeit wunderbar einzuschalten. Finde ich auch cool gemacht, dass man da übrigens so eine Glühlampe sieht. Dann die Bedienung des Bordcomputers, da sehen wir mal kurz rein. Und zwar haben wir hier mehrere Möglichkeiten, uns da was einzuzeigen. Wir haben eine beruhigte Anzeige, den Leistungsfluss können wir hier abrufen. Wir können hier die Reichweite oder den Kraftstoff abrufen, Kraftstoffverbrauch, Bordcomputer für Geschwindigkeit und Zeit. Die Audioanzeige, die Telefonanzeige und bei der Navigation ist es sogar so, da haben wir dann aber eine kleine Pfeilansicht, eine Kartenansicht gibt es hier in dem Display jetzt wiederum nicht. Gut, dann haben wir hier den Startknopf, der pulsierend ist. Das kennen wir ja schon aus anderen Modellen oder von anderen Herstellern ganz gut. Die Mittelkonsole wird geprägt von dem Instrumenten oder von dem Display, was wir hier haben. Das ist so ein bisschen nach hinten weggekippt, hat eine leichte mattierte Oberfläche, sodass Spiegelungen eher selten der Fall sind. Wir haben auch hier schon, wie wir sehen, die Konnektivität mit Android Auto oder Apple CarPlay gegeben. Und wenn wir jetzt hier einmal in die Honda Architektur des Infotainment Displays eintauchen, dann sehen wir auch unterschiedliche Farbschema. Zum Beispiel blau für Audiobedienung, grün für Telefon oder rot für Navigation. Diese ganzen Widgets sind natürlich auch anpassbar an euch oder an eure Persönlichkeiten. Wir haben auch einen Personal Assist, also einen Sprachassistenten an Bord. Dann haben wir hier Direktwahl oder Direktzugriffstasten, um in zum Beispiel direkt ins Navigationssystem einzutauchen. Da muss ich aber sagen, dass die Auflösung doch schon so ein bisschen, naja, veraltet und rudimentär ist. Da nutzt man vielleicht auch eher dann die Konnektivität mit dem Smartphone. Der Warnblinktaster ist gut und zentral untergebracht. Darunter haben wir ein schönes Klimabedienteil. Auch hier wieder fein rastende Bedienelemente, die schon fast an Audi erinnern von der Materialanmutung und von der Haptik. Dann die dreistufige Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer. Darunter haben wir zwei USB-Anschlüsse. Einer dient der Konnektivität mit dem Mediasystem, die andere zum Laden von Smartphones oder eben eine 12-Volt-Buchse. Eine Induktivladeschale gibt es hier leider nicht, aber so eine leichte Anti-Rutsch-Ablage, dass das Smartphone ganz gut liegt. Darunter der Wählhebel für das ECVT-Getriebe, dahinter den Knopf für die Eco-Taste und die Bedienung der elektrischen Parkbremse mit Auto-Hold-Funktion, zwei Cup-Holder dahinter, eine Mittelarmlehne, die leider nicht in der Länge verschiebbar ist, dafür aber ein ausreichend großes Staufach bietet, wie jetzt hier unter anderem für alle möglichen Desinfektionsmittelchen, die man derzeit ja so mitführen sollte. Die könnte man aber auch ganz clever hier auf der rechten Seite unterbringen, und zwar hinter einem kleinen neckischen Handschuhfächlein in der oberen Seite oder eben im großen Handschuhfach hier an der Unterseite. Dann haben wir noch
ganz clever untergebracht zwei Cupholder auf der rechten Seite und auf der linken Seite. Da passen auch wirklich gut die Cupholder oder die ganzen Becher für Kaffee oder ähnliches perfekt hinein. Bevor wir jetzt aber auf die Straße gehen, schauen wir uns doch einmal den Antrieb unter der Motorhaube an. Die Motorhaubenentriegelung beispielsweise funktioniert hier ganz gut, selbst wenn die Tür noch zu ist. Ist ja bei wenigen Autos der Fall. Bei den meisten müsst ihr nämlich die Fahrertür erst öffnen, bevor ihr die Motorhaube überhaupt entriegeln könnt. So, die kleine Motorhaube öffnet wirklich, ja, die ist echt leicht. Also wirklich hier so mit einem Finger kann man die heben. Hat zwar keinen Hublift, aber brauchen wir ja nicht. Da können wir das kleine Stäbchen hier reinstecken und dann sehen wir das kleine Motörchen oder respektive die Motoren. Denn beim Hybrid ist es ja so, wir haben hier einen 1,5 Liter Saugmotor, der 98 PS leistet und wir haben zwei Elektromotoren, einen kleinen, einen großen. Der große Elektromotor bietet 109 PS und 235 Newtonmeter und das ist auch die angegebene Leistung für unseren Hybriden hier. Der hat eine eher clevere Art der Kraftbereitstellung. Es gibt die Möglichkeit, dass der kleine Verbrenner die Vorderachse direkt antreiben kann. Das ist aber die Ausnahme. In den meisten Fällen ist es eher so, dass der Verbrenner den kleinen Elektromotor als Generator antreibt, der dann wiederum Strom in die Batterie liefert und aus der Batterie wird dann vom großen Elektromotor der Strom entnommen und auf die Antriebsachse übertragen. So fahren wir dann eben im Hybridmodus, im vollelektrischen Modus funktioniert das Ganze natürlich so, aus der kleinen Batterie wird der Strom direkt entnommen und über den großen E-Motor an die Vorderachse zur Kraftübertragung gereicht. So, und der Motor läuft an sich wirklich super ruhig. Einzige Ausnahme, ihr habt den Anspruch, viel Leistung abzurufen. Dann muss der Motor leider sehr hoch drehen, damit er die hohe Leistung abrufen kann und genügend Kraft für die Stromgewinnung bereitstellt oder aber zur direkten Kraftübertragung nutzt und dann wird er sehr, sehr laut. Leise soll es aber jetzt erst einmal hier losgehen, denn wir schließen die Motorhaube und starten erst einmal elektrisch unsere Fahrt. Ja, durch eine Ortschaft fahren wir dann meist komplett elektrisch und was auch auffällt ist, dass der Antrieb an sich ein sehr ruhiger Geselle ist. Also ist alles gut gedämmt und man hört sehr wenig, selbst wenn der Verbrennungsmotor eben die Antriebsbatterie mit Strom versorgt. Das fällt kaum auf. Was dann allerdings auffällt, ist, sobald man eben an einem Ortsausgangsschild ankommt, wie jetzt, und dann der Fuß, der rechte, etwas schwerer wird und man wirklich mal stark beschleunigen will, dann hören wir auch schon, wie der Motor aufheult. Er wird sehr laut. Das klingt dann erst einmal nicht nur angestrengt, sondern auch einfach sehr laut. Man hat so vielleicht so ein bisschen Angst um seinen kleinen 1,5 Liter Vierzylinder, der da unter der Haube arbeitet. Aber Honda ist bekannt für langlebige Hybridtechnik. Die Hybridtechnik wird ja schon seit Jahren verwendet in älteren Jazz-Generationen unter anderem. Also auf die Qualität oder auf die Langlebigkeit kann man hier auf alle Fälle setzen. Beim Fahrwerk ist es sogar so, hier auf so kurviger Landstraße macht er auch eine ganz gute Figur. Ja, die Lenkung könnte etwas mehr Rückmeldung von der Straße bieten, ist angenehm leichtgängig, was natürlich auch dann wiederum in der Stadt von Vorteil ist. Wir haben auch einen sehr kleinen Wendekreis von 10,1 Metern und beim Fahrwerk muss ich noch dazu sagen, die Abstimmung ist eher komfortabel ausgelegt.
macht einen guten Eindruck. Es werden selbst wirkliche Schlaglöcher oder tiefliegende Kanaldeckel gut absorbiert durch die Federung. Das hilft aber auch dadurch, dass die Stühle hier drinnen oder respektive eben die Sitze mit der Polsterung auch noch mal ein bisschen was wegnehmen. Einzig die Abrollgeräusche sind recht hoch hier von diesen Dunlop EnerSafe Reifen, die wir hier drauf haben. Das würde ich jetzt fast eben vermuten, dass es hier an diesen Pneus liegt. Die Windgeräusche sind angenehm niedrig, das ist sehr positiv. Selbst auf der Autobahn bei höherem Tempo bleiben die Windgeräusche sehr gering. Und auch die Antriebsgeräusche im Normalfall eben so lange, bis man eben den Verbrenner leider ein bisschen kitzelt und ihm hohe Leistung abfordert. Der Wagen gefällt mir optisch wirklich gut, weil er so ein bisschen im Straßenbild hervorsticht. Er ist sehr kompakt und für diese knapp über 4 Meter Außenlänge bietet er richtig viel Platz. Diese Variabilität findet man so eigentlich nur in deutlich größeren Van-Fahrzeugen und das gefällt mir richtig gut an dem Punkt. Aber was kostet der Spaß? Das ist eben die große Frage. Ja, als Crossstar 26.150 Euro in dem Basis und wenn man dann eben noch so ein bisschen die Ausstattungsoptionen, vor allem hier die 1090 Euro für die Metallic-Lackierung investiert, dann steht unser Wagen, so wie er hier steht, für knapp 29.000 Euro in der Liste. Das finde ich sehr viel, denn auch mit dem Crossstar-Paket, mit diesem Offroad-Paket, verliert man unter anderem die Ausstattungsoptionen des toten Winkelassistenten, der Ausparkassistenten und der Sitzheizung gegenüber dem normalen Honda Jazz in der Executive-Variante. Der ist übrigens 1.650 Euro günstiger und genau aus dem Grund würde ich wahrscheinlich sogar zum normalen Honda Jazz raten und nicht zum Offroad-Style. Aber als Executive solltet ihr ihn schon nehmen, denn die ganzen Ausstattungsfeatures wie Assistenzsysteme oder aber eben die Lenkradheizung, die ich sehr bevorzuge, sind halt dann eben mit dabei. Leider gibt es keine Förderung für den Vollhybriden, denn es werden lediglich ja Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge oder rein elektrische Fahrzeuge gefördert. Finde ich sehr schade. Einen kleinen Förderungsbonus sollte man dem Hybriden dann eigentlich schon irgendwie angedeihen lassen, meinen Augen. Der Verbrauch ist nämlich angenehm niedrig hier. Mit ungefähr 4 Litern in der Praxis ist der Wagen locker fahrbar. Jetzt aber die große Frage. Wie sind eure Erfahrungen aus der Praxis mit dem Honda Jazz, falls ihr einen habt? Oder wie fandet ihr dieses Video? Wie findet ihr den Honda Jazz? Schreibt mir das unten in die Kommentare. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren und das Video zu liken. Und dann freue ich mich auch schon, wenn wir uns demnächst bei einem neuen Video hier auf dem Kanal sehen. Ich sage Tschüss und Servus, euer Ubi.